Serchan Sarara, der Neuzugang, steht parat am Anstoßkreis und die Partie wird jetzt angepfiffen von Marius Ulbricht. Spiel läuft, der KSV in weiß von rechts nach links in weißen Hosen und weißen Trikots. Kevin Enhuber. Oh, da muss Sündermann raus gegen Rühle. Auch knifflige Aktion. Schiedsrichter sagt, Sündermann spielt den Ball, ist vorher draußen. Bei Hendrik Starostzig, der mit Knöchelbruch noch länger ausfällt, wissen wir, wäre das nicht gegangen. Achtung, Riesendusel für die Löwen, beziehungsweise super gemacht da von Andreas Ludwig, der seine Erfahrung natürlich zeigt, der da den Freistoß kurz ausführt und dann aufs kurze Eck zielt. Oh, Najar ein bisschen zu kurz, könnte ein Abschluss kommen und Freddy Brill mit dem Kopf und der zweite Abschluss geht drüber. Das war zunächst Lamar Yabrook. Der könnte jetzt teuer werden. Rühl setzt sich durch gegen Freddy Brill, versucht den Ball in die Mitte zu bringen, ist immer noch nicht gelöscht, Angriff läuft weiter. Schmitz. Nachschuss und da ist Sündermann gerade noch so dran mit den Fingerspitzen. Ball hat man fast schon drin gesehen. Andreas Ludwig, der Routinier, der da gesehen hat, dass das lange Eck offen war. Und Sündermann ist noch zur Stelle, bekommt den da noch um den Pfosten gedreht. Weiß nicht, durch den Effekt kann sein, dass der Ball auch nicht hinten eingeschlagen wäre. Frage müssen wir uns nicht stellen, weil Sündermann zur Stelle war. Doch, der wäre reingegangen. Ja, der wäre reingegangen. Also das war eine wichtige Parade von Marlon Sündermann. Wieder Ludwig, bisher kein Durchkommen durch die dicht gestaffelten Löwen. Oh, guter Ball, Nicolas Jan, Elfmeter gefordert, es gibt ihn, er gibt den Elfmeter nach dem Zweikampf an Nicolas Jan. Jetzt wäre es so extrem wichtig bei diesem Spielstand. Reichert gegen Marlon Sündermann. Und Reichert verwandelt. Links unten souverän gemacht vom Kapitän. Es ist das 0:1. Der Spitzenreiter geht in Führung hier im Aue-Stadion. Wobei man sagen muss, dass zwei dieser drei Niederlagen aus den letzten 5 Spielen resultierten. Pululu. Stark gegen Arendt, Presley, Pululu, der kommt direkt auf Ortak. Duell der zwei eingewechselten Presley, Pululu und Lukas Arendt. Nicht ideal gespielt. So, Tor ist leer hinten. Oh, und das ist das 2:0. Ja, kommt da noch hinzu, so ein Missverständnis zwischen Freddy und Marlon Sündermann. Erinnert so ein bisschen an die unglückliche Situation unter der Woche in Fulda. Und das ist dann die Entscheidung, das 2:0 für den SSV Ulm in der Nachspielzeit. Hier haben wir es noch gesehen im Anschnitt. Also Sündermann und Brill sind sich nicht ganz einig, wer da als erstes an den Ball geht. Und dann ist der lachende Dritte ein Blauer. Die Ulmer gewinnen, das können wir sagen, hier in Kassel, auch wenn das Spiel nochmal angepfiffen wird. Trotzdem, also das war kein schlechtes Spiel der Löwen, die gegen einen starken Gegner, das müssen wir sagen, vor allem in der ersten Halbzeit hier alles gegeben haben, das gut wegverteidigt haben. Am Ende, ja, verdienter Sieg für die Ulmer, müssen wir klar sagen, sind die bessere Mannschaft hier gewesen. Nochmal erster Durchgang für mich vor allem, drückend überlegen gewesen, die Spatzen. Und das gehört eben dann auch zur Wahrheit des Spiels, der KSV mit keiner wirklich echten Torchance in 90 Minuten. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.